We are a comprehensive cancer center of the German Cancer Society. Acute leukemias, advanced lymphomas, multiple myelomas, all hematologic disorders and oncology is in our department. We started in summer 2015, and so far we have done more than 100 patients. And last year it was so that we have 44 autotransplant done. We have now the possibility to treat 6 patients in a laminar airflow fashion. We have 6 attending physicians, hematology oncologists. We have 3 fellows or residents on our ward. We have at time 15 registered nurses. We have coordinator for the transplantation and 1 study nurse who are looking for studies which we try to do. We try to have a close and direct cooperation and contact with the hematologists who are referring our patients. Here in Erfurt we have the clear policy, we do the transplant and all what the hematologist in the neighborhood of the patient can do, he should do and continue. What is different from us to others is the possibility to work in a small unit means everyone knows everyone. And that makes communication short ways. And that is what helps the patient because there's no loss of information. Autologous stem cell transplantation is not a single step. We usually start up with induction therapies to control the hematologic malignancy. The next step would be to collect the stem cells, which is done in a cooperation with a blood donor service in a second firm, which is called Seracell at Rostock, that is processing the stem cells and doing the cryoconservation and the storage. Before transplant, there's a very intensive chemotherapy we usually call a conditioning therapy. With 1 day of interruption, there will be the transplantation of the cells afterwards. And after transplantation, we calculate for about 14 days until all these cells have found their way to the bone marrow and started over to produce new blood so that the patient then will be able to leave the unit and return to home. Das psychische Befinden des Patienten spielt eine große Rolle bei der ganzen Thematik Krebserkrankung, Transplantation. Bei vielen Patienten ist das so, dass die sich über die Zeit gut einfinden, aber es gibt doch durchaus eine ganze Menge Patienten, die auch psychische Erkrankungen oder psychische Störungen entwickeln über die Zeit. Spezifisch sind an der Transplantation durchaus das Gefühl der Isolation, auch dass viele zwischenmenschliche Kontakte in dem Moment nicht mehr möglich sind. Sicherlich auch die Besonderheit der Transplantation an sich. Es ist eine Hochdosis-Chemotherapie, da kommen dann doch schon eine ganze Menge zusammen. Je nachdem, wie der Bedarf, wie das Anliegen des Patienten ist, besuche ich die Patienten durchaus 1 bis 3 Mal die Woche. Wenn akute Krisensituationen sind, auch sehr kurzfristig, sehr schnell. Wir arbeiten manchmal einfach mit Entspannungstechniken, wir arbeiten mit Hypnose oder mit systemischen Aspekten. Also es ist eine bunte Mischung an verschiedenen Verfahren, die da zum Tragen kommen, immer ganz individuell und ganz nah am Patienten. Der tägliche Fokus ist, dass es ihnen gut geht, dass sie ihre Therapie gut überstehen, die damit verbundenen Nebenwirkungen, dass wir die lindern können und dass sie sich wohlfühlen. Ich bin hier auf dieser Station seit seit einem Jahr die Stationsleitung. Ich habe sehr erfahrene Mitarbeiter, aber auch einige neue. Und wir versuchen aus dem Erfahrungsschatz meiner langjährig erfahrenen Schwestern zu schöpfen, die neuen gut einzuarbeiten und gut für unsere speziellen Bedürfnisse der Patienten zu sensibilisieren. Es gibt onkologische Fachschwestern. Wir führen regelmäßig stationsinterne Weiterbildung mit den Ärzten durch. Wir können aber auch ganz regelmäßig im Täglichen die Ärzte mit Fragen löchern, weil einfach die Erfahrung uns lehrt, dass die normalen Internisten mit unseren speziellen Erkrankungen nicht so die Routine haben. Nearly half of all autotransplant are done in institutions like ours. Smaller units who are only performing autologous transplantation. This is a really challenge for these teams because they have to keep in touch with all new developments.
We are trying to do this by, for example, trying to engage ourselves in clinical studies. We don't know what will be in 10 or 15 years, but at time, auto transplant is state of the art, so we have to do it. But we are preparing ourselves that maybe if CAR T-cell therapy is going to be a state of the art, we will definitely try to implement this new technology here in Erfurt, because we have so much patients with, for example, advanced lymphoma. When we started over with transplantation about 4 years ago, it was two physicians who knew how to do it. Now we are a team. We are a team of nurses, a team of further physicians, and a team of a psychologist who work all together. Physicians in the area around get noticed of us, and they are presenting their patients to us because they believe in us to do our good job. That is what makes us proud, to have established a new transplantation facility in Thüringen that is recognized by the environment.